Hey Clasher, durch das Weihnachtsevent haben mehr Leute jetzt Zugriff auf die neuen Ressourcen, auf die Erze und damit könnt ihr natürlich dann hier die Ausrüstungen hochleveln. Die Frage allerdings, die sich jetzt viele stellen, was für eine Ausrüstung sollte ich zuerst hochziehen, je nach Rathausstufe, je nach Strategie, je nach Held? Es gibt so viele Fragen und so viele Sachen, die man berücksichtigen muss, dass es natürlich sehr, sehr schwierig hierbei ist, den Überblick zu behalten. Das heißt, ich werde euch natürlich im heutigen Video jetzt genau zeigen, was die wichtigsten Sachen sind, was sind die Ausrüstungen, die ihr vernachlässigen könnt und natürlich das Ganze anhand eurer Rathausstufe und natürlich der Strategie jeweils, die ihr spielt. Denn Ausrüstung ist nicht gleich Ausrüstung, währenddessen bei einigen Strategien die Ausrüstung das Beste ist, was ihr jeweils machen könnt, ist bei einer anderen Strategie vielleicht die Ausrüstung absolut nutzlos. Und ich würde sagen, wir gehen von vorne nach hinten durch. Das heißt, wir starten mit dem König und seinen aktuellen Ausrüstungen. Hierbei nochmal ganz, ganz kurz und ganz wichtig erklärt, dass jede Ausrüstung immer zwei unterschiedliche Sachen macht. Erstens die Fähigkeit, die einerseits aktiv, aber auch passiv sein kann und die dazugehörigen Zahlen. Allerdings hat jede, und das ist ganz, ganz wichtig, diese Ausrüstung auch passive Helden-Attribute, die ihr dazu bekommt. Und die sind über den kompletten Angriff. So habt ihr zum Beispiel bei dieser Ausrüstung über den kompletten Angriff 17 Schaden mehr auf Stufe 1 und auch 6 Selbstregeneration. Das heißt, dafür muss die Fähigkeit nicht benutzt werden. Und das hat jede einzelne, so zum Beispiel auch natürlich die Bogenschützen heraufbeschwören. Die Fähigkeit an sich mag nicht gut sein, aber diese Ausrüstung gibt euch einerseits Trefferpunkte, aber auch Schaden für eure Königin. Von daher sind das zwei Sachen, die natürlich gar nicht schlecht sind. Wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn das wird auf jeden Fall noch eine super große Rolle spielen. Ich werde euch jetzt nicht jeweils alle Fähigkeiten erklären. Das bedeutet, was jeweils zum Beispiel der Erdbebenschuhe machen und so weiter, könnt ihr euch ja jeweils selber anschauen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt darauf konzentrieren, euch schnellstmöglich zu zeigen, was für Upgrades ihr jeweils priorisieren solltet, je nachdem, welche Strategie ihr spielt. Und ich würde sagen, wir fangen erst damit an, ein allgemeines Ranking für jeden Helden zu machen. Und dann sage ich euch noch jeweils mit dazu, was jeweils wichtige Level sind. Denn, ganz, ganz wichtig, Supercell hat das Ganze so gemacht, dass die oberen Level euch weniger bringen. Und die mittleren Level, die sind am Ende die Level, die am wichtigsten sind, die ihr am Ende leveln wollt. Und vor allem als Free-to-Play-Spieler wollt ihr nicht jede einzelne Ausrüstung komplett bis zur maximalen Stufe ausbauen, denn das wird auf jeden Fall manchmal zu teuer. Währenddessen die gewöhnlichen bis Level 18 gehen, gehen nämlich die epischen bis Level 27 und würden umgerechnet knapp etwas über 90.000 Gems kosten. Das ist eine Menge. Währenddessen ihr links umgerechnet auch wissen müsst, dass ein Rathaus 16er, der durchgehend Clankriege macht und in der Legende ist, circa einen Wert von 3.000 Gems pro Tag sich umsonst erspielen kann durch eben diese Erze, einfach nur durchs Aktivsein. Aber starten wir rein mit dem ersten Upgrade-Guide für den König. Hier seht ihr auf jeden Fall unterschiedlichste Strategien. Das heißt, wir haben einerseits erstmal die Strategie oben Luftspam, also Airspam. Das habe ich ganz auf Englisch gemacht, weil, ihr müsst natürlich wissen, ich mache das Ganze auf dem deutschen und englischen Kanal und deswegen haben wir die ganzen Begriffe auf Englisch, aber ich übersetze natürlich mal ohne Probleme. Airspam, also Luftspam. Was fällt darunter? Einerseits natürlich Elektrodrachen, Superdrachen, Drachen und Drachenreiter, alles mögliche fällt darunter. Und ihr seht auch von Anfang an, dort ist auf jeden Fall die beste Ausrüstung der Handschuh. Der Handschuh mit dem Vampir-Schnurrbart bedeutet mehr oder weniger, dass euer König nahezu unsterblich wird. Vor allem, da er ja nie in groß viel Schaden reingeht. Normalerweise zumindest, bleibt er immer relativ weit außen. Falls ihr die ersten beiden nicht habt, danach solltet ihr dann sozusagen das Barbarenbeschwör nehmen. Das ist vor allem gut halt eben aufgrund der Trefferpunkte und vor allem eben diesen Attributen, die ihr dazu bekommt. Denn Barbarenpuppet bringt euch am Ende Trefferpunkte und auch das Trefferpunkt regenerieren bei dem Aktivieren der Fähigkeit. Und das sind beides super wichtige Sachen. Der Wuteffekt ist auf jeden Fall nicht schlecht und auch die Erdbebenschuhe, die sind halt am Ende immer sehr, 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 sehr baseabhängig und angriffsabhängig, weswegen ich die fast immer auf dem letzten Platz hier platziert habe. Vor allem auf Level 1 machen die Erdbebenschuhe ja auch schon die Mauern kaputt, von daher, warum unbedingt upgraden? Es ist auf jeden Fall nicht die oberste Priorität. Wenn es darum geht, Smashes zu spielen, das heißt zum Beispiel Super Bowler Smash einfach nur als Beispiel, Elektro-Titanen zählen natürlich auch mit dazu oder auch jetzt die neueste Truppe mit den Wurzelkriegerinnen. Bei dieser Kategorie möchtet ihr auch wieder, und das ist natürlich keine große Überraschung, denn die epische Ausrüstung ist fast immer das Beste, was ihr haben könnt. Dort auf jeden Fall dann den Handschuh, dann auch wieder den Vampir-Schnurrbart, der ist an sich auch allgemein immer sehr, sehr gut. Auch hier bleibt die Reihenfolge größtenteils relativ gleich, mit dem einzigen Unterschied, dass ihr hier auf jeden Fall die Erdbebenschuhe mit am besten unterbringen könnt und deswegen auf jeden Fall auch überlegen könnt, diese zu leveln.
Beim Queen Charge sollte es vielleicht jetzt euch ein bisschen überraschen, warum hier zum Beispiel die Wutflasche von der Kategorie oder von der Wichtigkeit etwas höher. Nun ja, beim Queen Charge spielt der Hobbit den König isoliert alleine für einen Bereich des Dorfes. Diesen möchte er schnellstmöglich raus und das bedeutet auch, dass euer König meistens alleine in einen bestimmten Bereich des Dorfes eindringt, wo er halt eben nicht lange überleben wird. Das heißt, der Schnurrbart bringt euch nicht so viel. Stattdessen möchtet ihr mit der Fähigkeit des epischen Handschuhs auf jeden Fall schnellstmöglich Schaden austeilen. Und das ist halt eben am besten mit der Wutflasche möglich. Weiter geht's mit dem Superbogenschützen Zeppelin, also SA-Blimp. Super Archer-Blimp auf Englisch. Auch hier Handschuh natürlich wieder am besten. Und ihr möchtet einfach so viele Möglichkeiten haben, dass euer König am Leben bleibt, wie es irgendwie geht. Und das heißt auch natürlich Vampirhandschuh und ansonsten standardmäßige Verteilung. Beim Heldendive, also Hero Dive, ist das Ganze so, wenn ihr zum Beispiel bei einem Super Magier-Zeppelin oder sowas eure Helden danach opfert für einen bestimmten Bereich des Dorfes, nachdem ihr Blitzzaubern gestartet habt oder ähnlichem. Dort wollt ihr auf jeden Fall, dass eben, ja, ihr auch wieder schnellstmöglich etwas rausbekommt, ob es ein Dorf. Es geht nicht darum, dass euer König längstmöglich am Leben bleibt. Von daher ist der Vampir-Schnurrbart nicht so gut. Und deswegen zum Beispiel ist auf jeden Fall die Wutflasche wesentlich besser. Und damit sind wir an sich schon mal alle Sachen für den König einmal durchgegangen. Das heißt, König einmal abgehakt. Aber bevor wir zur Königin gehen, würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz auf die Upgrades. Denn hier seht ihr zum Beispiel ein Bild, wo es darum geht, welche Stufe bringt euch wie viel. Und hier seht ihr auf jeden Fall zum Beispiel bei eben der neuen epischen Ausrüstung, dass die letzten Stufen euch gar nicht so viel bringen. So, sobald ihr die epische Herausforderung, die epische Ausrüstung auf Level 15 habt, habt ihr bereits 15 Sekunden der Fähigkeit freigeschaltet von 17 möglichen. 2 Sekunden am Ende, natürlich ist es ganz nett, die auch noch zu haben, aber dafür habt ihr mit 15 Leveln nicht mal die Hälfte der Ressource ausgegeben, aber habt währenddessen schon den Großteil der Fähigkeit freigeschaltet. So würde ich allen Free-to-Play-Spielern draußen auf jeden Fall immer schauen, dass ihr bestimmte Punkte überschreitet, um eure Ausrüstung möglichst effizient zu upgraden. Und diese Punkte sind bei so ziemlich allen Ausrüstungen größtenteils gleich. Falls ihr euch jetzt überlegt, ich möchte lieber das Ganze auch schwarz auf weiß sozusagen sehen. Keine Angst, ich habe unten das Dokument, wo ich die ganzen Fähigkeiten nochmal aufgelistet habe, verlinkt. Dort seht ihr jetzt, an welches Level wie viel bringt. Aber ich werde jetzt über das Video auch nochmal einige Beispiele bringen. Aber auf jeden Fall das, was ich euch empfehlen würde bei dem Handschuh, wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht ihn entweder auf Level 9, das ist der erste sozusagen Knackpunkt, oder auf Level 15 zu bekommen. Und danach könnt ihr euch erstmal anderen Ausrüstungen zuwenden. Aber das wäre auf jeden Fall ziemlich gut, denn wie gesagt, die Ausrüstung am Ende das Stärkste, was ihr für den Barbarenkönig machen könnt. Für die Königin machen wir direkt weiter. Das heißt, bei der Königin dort, einmal kurz geöffnet, sehen wir auf jeden Fall, dass das Ganze relativ einheitlich ist. Bei Air-Spam, also Luft-Spam wieder, wollt ihr entweder das Unsichtbarkeits, und das seht ihr auch, es ist immer das Beste, die Unsichtbarkeit ist ungefähr das Beste, was ihr für die Königin machen könnt. Danach natürlich die Heiler-Puppets, die sind immer ganz nett, hier mit dabei zu haben. Den magischen Pfeil, ja, schon eher nicht so gut, und die Bogenschütze am Ende beschwören, noch schlechter. Also an sich habt ihr 2 gute Optionen, mit dem Unsichtbar und den Heilern. Und dann mit dem Bogenschütz, ich bin einfach kein Fan von diesem Pfeil. Der Pfeil ist nicht wirklich stark. Und falls ihr jetzt übrigens alle fragen, wie genau sieht das aus für untere Rathausstufen, zum Beispiel Rathaus 10, 11 und so weiter. Nun ja, falls ihr eine Sache hier noch nicht freigeschaltet habt, müsst ihr euch die einfach in diesem Ranking wegdenken. Ansonsten könnt ihr das Ranking natürlich für so ziemlich jede Rathausstufe einfach übernehmen. Aber machen wir weiter mit Smash auch hier. An sich ist überall gleich. Und ich erkläre euch ganz kurz jetzt, warum beim Queen Charge das Ganze anders ist. Denn viele würden sich jetzt fragen, Itzu, warum sollte man jetzt hier das Bogenschützen-Puppet mitnehmen? Nun ja, dafür würde ich sagen, blenden wir das Ranking wieder aus, denn an sich haben wir jetzt hier alles abgeklärt, was jeweils, wie das Ranking dort jeweils ist, denn an sich ist es fast überall gleich, mit dem einzigen Unterschied eben beim Queen Charge. Und dafür müssen wir uns einige Sachen hier mal anschauen. Schaut euch mal an, was der Healer-Puppet euch an Stats bringt. Das heißt, der Healer-Puppet bringt euch am Ende 6 passive Heilung und Trefferpunkte. Das bringt euch sowas von gar nichts bei einem Queen Charge. Das ist schon fast kriminell. Das gleiche natürlich auch hier zum Beispiel bei einem Pfeil. Hier bekommt ihr mehr Trefferpunkte und mehr Schaden. Schon mal gar nicht schlecht. Aber wenn wir uns dann das Ganze natürlich hier bei den Bogenschützen anschauen, dort sind es auch mehr Trefferpunkte und mehr Schaden. Der Schaden überwiegt hier allerdings. Das heißt, ihr habt hier passiv mehr Schaden durchgehen und damit habt ihr weniger Zeitprobleme beim Queen Charge. Deswegen, obwohl die Fähigkeit selber vielleicht nicht so gut erscheint, sind die passiven Heldenattribute, die ihr hier dadurch bekommt, so viel besser, weswegen am Ende diese Ausrüstung für Queen Charges speziell einfach wesentlich besser ist als die neuen.
Falls euch, wie gesagt, dort wundert, das sind auf jeden Fall die ganzen Zahlen. Und natürlich, ich weiß, das eine ist hier Level 15, das andere ist Level 1, aber vertraut mir, auch auf Level 15, wenn beide 15 sind oder beide 18 sind, dann bleibt das Ganze komplett identisch, wenn es darum geht, dass eben diese, ja, Bogenschützenbeschwörfähigkeit mehr Schaden euch bringt. Außerdem hat Supercell bereits, ja, angeteasert, dass es eine weitere epische Ausrüstung am Ende für die Königin gibt. Wann das allerdings passiert, das wissen wir nicht, deswegen ist sie in diesem Guide noch nicht vorhanden, sah aber auf jeden Fall sehr stark aus. Wann es kommt, müssen wir uns aber erstmal drauf abwarten. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum Wächter. Und hier wird es auf jeden Fall interessant. Würde ich sagen, schauen wir uns doch mal auch ganz kurz an das Ranking. Das heißt, ich muss es kurz wieder öffnen und hier sind wir dann schon. Das heißt, das Ranking, das bedeutet bei Airspam, keine große Überraschung erstmal soweit, wir haben auf jeden Fall erstmal ganz normal die Wächterfähigkeit, nämlich die, die wir alle kennen, und zwar das Unbesiegbar machen. An sich fast immer das Beste, was ihr machen könnt. Das Zweitbeste, was ihr immer machen könnt, ist einfach die Heilungsaura. Das heißt, mehr oder weniger, sobald ihr die Fähigkeit benutzt habt, habt ihr Heilung. Das ist so unfassbar krank als Kombination, weil, und das ist ganz wichtig, jetzt hier aufgepasst, denn währenddessen die Truppen unbesiegbar sind, werden sie auch geheilt. Das heißt, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt in viel Schaden reinfliegen. Sobald eure Truppen bei ungefähr Hälfte Trefferpunkte oder sowas in der Art sind, könnt ihr die Wächterfähigkeit nutzen. Und dann habt ihr, für je nachdem auf welchem Level ihr die Wächterfähigkeit habt, für unter anderem 8 bis 9 Sekunden Unbesiegbarkeit auf euren Truppen. Und währenddessen werden sie geheilt und die Verteidigung können nichts dagegen machen. Dagegen hat keine andere Wächterfähigkeit eine Chance. Diese Kombination ist ungefähr auf einem Gott-Level und ich würde auf jeden Fall mich nicht irgendwie wundern, wenn Supercell sich da irgendwas überlegt, wie sie das ändern könnten, weil aktuell diese Kombination ist einfach nur unfassbar stark und der Wächter, der vorher schon der stärkste Held war, wird durch diese Kombination auf ein ganz neues Level behoben. Jede Strategie profitiert hiervon. Die einzige Strategie, und das seht ihr hier auf jeden Fall, die mehr von der Wutaura profitiert, sind am Ende Smashes, also Super Bowler vor allem. Denn, ihr müsst wissen, bei der Rage Aura, und das ist ein großes Problem, bei der immer der bessere Wuteffekt zählt. Das heißt, übersetzt mehr oder weniger, dass am Ende immer der bessere Wuteffekt zählt, im Vergleich zu der Aura, im Vergleich zu einem Wutzauber. Deswegen, falls sich jetzt viele denken, Itzu, warum ist bei Elektrodachen, warum ist die Wutaura da nicht gut? Ganz einfach, ihr habt 4 bis 5 Wutzauber bei dieser Elektrodachen-Strategie und normalerweise sind eure Elektrodachen durchgehend mit einem Wutzauber versehen. Der macht 180% Bonusschaden, währenddessen die Aura bis zu 50% Bonusschaden macht. Das heißt, wenn ihr die Aura habt und obendrauf einen Wutzauber schmeißt, werden immer die 180% genommen und die addieren sich nicht auf. Ganz, ganz wichtig. Von daher, am Ende ist die Rage Arrow dort überhaupt komplett nutzlos, vor allem weil der Wächter dadurch schneller angreift und dadurch euch eher Ziele wegnimmt für die Elektrodachen. Deswegen, jeder, der euch das so empfiehlt, auf jeden Fall nicht drauf hören, direkt nächstes Video, denn das ist absoluter Obermüll. Von daher, die einzige Strategie, wo euch das wirklich viel bringt, ist bei Smash-Angriffen, weil hier zählt nämlich die Aura auf die Heiler, wie jetzt auch eure Truppen, und die passiv zu haben, ist ein absoluter Game-Changer. Auch der Fakt, dass diese Ausrüstung eurem Wächter dann noch zusätzlich Schaden und noch natürlich dann Angriffstempo gibt, wie ihr zum Beispiel jetzt hier sehen könnt, machen natürlich Wächter-Walks, zum Beispiel am Anfang von solchen Smash-Angriffen, nochmal 1000-mal besser. Von daher, wie bereits gesagt, ich kann euch auf jeden Fall diese Rage-Aura bei Smashes, Superbowlern vor allem, nur ans Herz legen, währenddessen am Ende, naja, für fast alle anderen Strategien das Ganze nicht so stark ist. Aber damit haben wir an sich schon 3 von 4 Helden abgehakt und der Royal Champ ist auf jeden Fall einer oder eine, die... Da muss man nicht viel dazu sagen. Beide Fähigkeiten sind unfassbar stark. Etwas stärker auf jeden Fall das Seeking Schild. Aber vor allem die Fähigkeit des Seeking Schildes ist unfassbar gut, währenddessen hier die Zahlen sehr, sehr gut sind, die eure Gladiatoren dazu bekommen. Von daher beide Sachen unfassbar wichtig. Aber jetzt haben wir für jeden Helden individuell uns angeschaut, was ihr dort jeweils machen solltet. Wie ist das denn jetzt allgemein im Vergleich, alle verknüpft und so weiter? Was ist denn jetzt da die Reihenfolge? Nun ja, da kommt es am Ende ein bisschen drauf an, je nachdem, wie ihr Bock und Lust habt sozusagen. Klar kann man das Ganze dann am Ende auch bis uns endlich optimieren. Allerdings ist es auch je nach Strategie immer unterschiedlich. Von daher ist eine ganz, ganz grobe Übersicht von Sachen, die ich auf jeden Fall priorisieren würde, je nachdem... Oder allgemein eher gesehen, von wegen unabhängig von welcher Strategie ihr das macht. Also, ihr habt bereits gesehen, beim König ist auf jeden Fall die, nun ja, neue epische Fähigkeit fast immer, womit fast meine ich wirklich immer, das Beste, was ihr haben könnt. Von daher, die zu leveln auf entweder Level 9 oder Level 15,
hat auf jeden Fall schon mal oberste Priorität. Das gleiche für die Königin mit dem Unsichtbarkeit. Hier sie auf Level 15 oder sowas hochzuziehen, weil es eine gewöhnliche ist, etwas billiger, ist auf jeden Fall auch unfassbar wichtig und sollte immer bei euch ganz, ganz oben mit dabei sein. Bei dem Wächter sieht das Ganze schon anders aus. Natürlich die Teleportationsfähigkeit immer super wichtig, aber solange jetzt keine Super Bowler gerade spielt, ist für mich diese Fähigkeit als Kombination mindestens genauso wichtig dazu zu packen. Gladiatoren, die dürft ihr auf gar keinen Fall vernachlässigen, denn die Fähigkeiten, oder es wirkt erstmal so, ja, wir haben ja nicht so viel Auswahl bei der Gladiatoren, das heißt, ihr müsst ja nicht so viel leveln. Die Gladiatoren wird unfassbar stark, vor allem mit dem Fuchs, von daher würde ich hier die Sachen sogar mit als erstes hochleveln. Das heißt, Priorität von den Helden. Wenn ihr die Gladiatoren habt, macht die Gladiatoren als erstes. Danach würde ich dann die Sachen des Königs leveln, dann des Barbarenkönigs und dann der Königin. Das wäre auf jeden Fall so meine allgemeine Reihenfolge von den einzelnen Ausrüstungen der Helden. Ansonsten aber natürlich muss man mit dazu sagen, es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, je nachdem, welche Strategie ihr spielt und so weiter und so fort. Deswegen habe ich versucht, diesen Guide so allgemein zu halten wie möglich und so am besten natürlich auch jede Radarstufe anzusprechen. Nun ja, das war's von mir. Falls ihr Fragen habt, die sehr, sehr gerne unten in den Chat reinhauen. Ich hoffe natürlich, dass es auf jeden Fall hilfreich war, eure Erze hier auszugeben. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Bis dann rein und tschö.